der? Nee, wir machen dann noch weiter, bis wir in die große Halle kommen und da runter geht's, wo das so episch aussieht. Bis wir da also wirklich im Hades drin sind. Damit wir einen, einen Hangover-Attack haben. Das ist ja nicht mehr, das ist ja noch zwei Leiter oder so. Du musst den Typ killen. Oh, ja, das brauchen wir unbedingt. Egal, das... Hast du mit? Nein, ich hab genug Geld. Wichtig jetzt hier ist, ihr solltet nach möglich. Okay, da geht's nicht lang. Ihr müsst jetzt zu all diesen Dingen. Das Ding ist zu. Warum ist es zu richtig? Weil wir den Mondschlüssel nicht mit das Schloss aufgeschlossen haben. Willkommen im Untoten-Dasein. Eine lustige Schriftrolle. Nicht vorenthalten. So, ich habe noch zwei andere Schriftrollen nämlich. Ja, es gibt viele Schriftrollen. Ihr könnt Untoten da sein. Ich werde es euch mal. Hier könnt ihr euch lesen. Ich werde es nicht lesen. Vielleicht, wenn ich mal alle Schriftrollen zusammen habe, vielleicht gibt es da nochmal ein kleines Special, aber müssen wir dann schauen. Nur das er gesagt, die findet ihr hier immer übrigens, diese Schriftrolle. Generell so bei Easter Eggs. Jetzt unterentwickelte Zentauren. Können wir uns auf einen? Ich freue mich auf das gerade. Wirklich. Eigentlich sehen sie aus wie eine Kreuzung aus. Na, kein Pferd. Was gibt es? Eselement oder sowas? Da unten könnten wir welche machen. Ja, nein, ich brauche nicht frei nach. Können wir lieber frei im Hades. Da sind wir alle. Das einzige Auge der grauen Schwestern sollen wir mir näher bringen. Und die grauen Schwestern. By the way, die grauen Schwestern, ich finde, das ist einer der schwierigsten Bosskämpfe. Kann man so sagen.
Arthros. Ne, Hektos Schatten. Nicht Frostet Arthros. Was sag ich denn überhaupt? Oh, wir haben ein Level. Mann, wegen dem hab ich nicht geworden. Das nehm ich dir übel. Das du das. Meinst du, es wäre einfach, hier mit all diesen Frauen zu leben? Nun, es ist sicher... Ich glaube, hier kann ich ein Akolyt werden. Hier ist es auf jeden Fall sicherer als im Moor. Vielen Dank noch einmal, Krieger. Du bist in die Schatzkammer von König Dorus eingedrungen. Du bist sowohl im Kämpfen als auch im Denken großartig. Möge Hekate dir deinen größten Wunsch erfüllen. Wir sind sicher zurückgekehrt. Dank dir. Danke dir. Oh, hier ist Level. Ah, ich hab's gesehen. Riesig Level. Wollen wir uns mal unseren Mega-Ultra-Imba-Power-Trank abholen, nachdem wir mit Semile gesprochen haben? Du hast es. Das Siegel der ersten Apoktesis. Ich werde es sofort an seinen angestammten Platz zurückbringen. Die Formiziden können die magischen Auren des Hains nicht durchdringen. Ich bin gerettet. Vielen Dank. Level. Ja, das war's dann. Egal, ich skille 3 Punkte da drauf und 2-mal auf Stärke. Dann schmeiße ich meinen Zauberstab weg und rüste mich mal neu aus, denn ich kann jetzt einen mega coolen Schild tragen. Ja, was macht der Schild übrigens? Ich habe fast 700 Inti. Und dann rüste mal das hier aus. Bringt's doch ordentlich, oder? Ja, aber richtig ordentlich. Weil das Ding bringt auch noch schöne Widerstände für uns. 25% Elementwiderstand ist sehr schön und es bringt Schaden gegen Untote, das wird uns sehr helfen. Und es bringt vor allem Gesamtgeschwindigkeit auf. Wir laufen jetzt mit 166, das ist der Maximalspeed, den man erreichen kann. Und mit so einem Speed holt man sich was noch... Was ist das eigentlich für Widerstände? Endlich habe ich alles, was ich brauche. Gib mir einen Moment, damit ich den Trank brauen kann. Dann bekommst du deine Kostprobe. Lebenskraftwiderstand, das ist cool, der ist selten, 125 Lärm. Und hier, meine Widerstände sprechen für sich, wa? Ich hab 80, ja, 65, schön. 80. Schön. Ja. Dafür habe ich mehr Durchschlagdingens. Also ich sag mal kurz Jürgens Widerstände. Sekunde hat er wahrscheinlich, hat er kaum was, weil er halt Magier ist, aber er hat 80 Feuer, 69 Eis, 80 Blitz, 72 Gift und 37 Durchschlag, oder? Ne, Durchbohrung. Ja, wie gesagt, wir sind nur gegen Blitz anfällig, aber ich denke, es wird sich geben, weil ich glaube, wir kriegen noch ein bisschen Resistenz. Naja, reden wir nochmal mit ihr. Hier ist dein Trank, Held. Tränke ihn und du wirst die Kraft vieler Männer besitzen. Und jetzt muss ich weiterarbeiten. Durch unsere neue Ausrüstung haben wir jetzt auch schon über 3500 Leben und damit lässt es sich leben. Du hast es geschafft, Kalixenia zu besiegen und siehst keinen Tag älter aus. Hat ihre lebenentziehende Magie bei dir nicht gewirkt? Naja, du hast das Buch. Darauf kommt es an. Du hast getan, was man dir aufgetragen hat. Hier, bring Mera diesen Trank. Schnell! Das Leben des Kindes hängt davon ab. Um die Geschichte unserer Herrin mit dir... Die grauen Schwestern, besiegt! Das hätte ich mir niemals träumen lassen. Es muss schrecklich gewesen sein, alle drei zusammen, gemeinsam ihre tödlichen Zauber zischend. Das wäre auch schrecklich ohne Ausrüstung. Naja, reden wir mit Medea. Nicht seit Perseus diesen seltsamen Schwestern einen Helden geschickt hat, um ihnen das Auge zu entreißen. Aber du hast vieles unerledigt gelassen. Wer weiß... Du wirst vielleicht sogar überleben. Tolle Aussicht. Ja, das Auge ist ziemlich toll. Und was macht sie da? Ich sehe Schmerz und Leid. Ich sehe Verlust und Narretei. Ich sehe meine dunkle Göttin ermatten, gefangen, und die Unterwelt ist in Aufruhr. Ich sehe Krieg in der Welt der Lebenden aufziehen. Ach,
Das darf nicht sein. Du musst dem ein Ende bereiten. Ich sehe den Eingang zum Hades, wohin letztendlich alle hinabsteigen müssen. Meine Schwester ist in die Kluft gekommen und das waren gerade Anspielungen auf Persephone. Die dunkle Göttin gefangen und Hades.